Hallo zusammen. Wir haben in den letzten Videos viel Spiegel angeschaut und Linsen angeschaut und uns angeschaut, wie diese Spiegel und Linsen Gegenstände abbilden. Virtuelle Bilder und reelle Bilder haben wir gesehen, aber wir haben damit bisher nie etwas gerechnet. Und in dem Video wollen wir das mal ändern. Wir wollen mal versuchen, hier eine Beziehung herzustellen zwischen den Größen, die uns bis jetzt immer in diesen Bildern begegnet sind. Zwischen dem Abstand des Gegenstandes von der Linse, also der Gegenstandsweite G, dem Abstand des Bildes von der Linse, das ist die Bildweite B, und dem Abstand des Brennpunktes von der Linse, das war ja die Brennweite F. Diese drei Größen wollen wir uns hier mal anschauen. Deshalb ist das Bild hier schon mal vorgezeichnet, dass wir das auch mal richtig sauber und klar mit geraden Linien sehen und nicht mit den krummen Dingern, wie wir das sonst immer machen. Und wir wollen mal anschauen, ob es bei einer dünnen, konvexen Linse, so wie sie hier angemalt ist, ob es da eine Beziehung zwischen diesen drei Größen gibt. Vielleicht versuchen wir das erstmal hier unten in dieses Bild einzumalen. Wenn ihr die anderen Videos zu dem Thema verfolgt habt, dann seht ihr gleich, worum es sich hier eigentlich dreht. Wir haben in der Mitte die Linse und weil wir immer diese Annahme einer dünnen Linse machen, ist die jetzt sogar mal super dünn gezeichnet. Also eine normale konvexe Linse. Die bildet einen Gegenstand, der Gegenstand ist hier aufgestellt, die Linse bildet den Gegenstand ab in ein Bild, ein reelles Bild, was hier auf der anderen Seite der Linse erzeugt wird, wo sich also wieder alle Lichtstrahlen, die von dem Gegenstand ausgesandt werden, die versammeln sich alle wieder hier in dem reellen Bild. Wir haben den Ort des Bildes konstruiert, indem wir einfach mal zwei Strahlen herausgegriffen haben aus den vielen Lichtstrahlen, die da durch die Linse durchlaufen. Die zwei Strahlen, von denen wir den Strahlenverlauf relativ gut kennen, nämlich den Strahl, der parallel zur optischen Achse läuft, weil wir wissen, nach der Linse wird er durch den Brennpunkt der Linse laufen, und den anderen Strahl, der direkt durch den Brennpunkt der Linse läuft, weil wir wissen, nach der Brechung durch die Linse wird er parallel zur optischen Achse laufen. Also diese zwei Strahlen, die helfen uns ja immer, den Ort des Bildes zu bestimmen. Die Brennpunkte der Linse, die brauchen wir natürlich dazu, um das konstruieren zu können. Also diese zwei Punkte hier, die sind natürlich auch vorgegeben, und weil es sich hier um eine vollkommen symmetrische Anordnung handelt, haben die auch beide denselben Abstand von der Linse. Wenn wir die Werte hier oben, also mal, wenn wir diese Strecken hier oben also einzeichnen wollten, dann wäre das hier die Gegenstandsweite. Diese Strecke hier unten, das wäre die Bildweite. Und der Abstand des Brennpunktes von der Linse, den sehen wir zweimal, den sehen wir hier und den sehen wir hier. Also diese beiden Strecken, das wäre unsere Brennweite F. Ja, das ist erstmal die Ausgangslage. Wir sehen ein paar Dreiecke hier in dem Bild, und die Dreiecke sind auch der Weg, um da weiterzukommen. Wir werden uns noch ein paar zusätzliche Dreiecke hier konstruieren, und dann aufgrund der Ähnlichkeiten der Dreiecke werden wir dann auf die Streckenverhältnisse schließen können. Als ersten Schritt werden wir mal dieses Dreieck hier nehmen, dieses hier, das Dreieck, und das wollen wir mal auf die andere Seite drüber klappen, sodass wir also alle relevanten Strecken auf einer Seite versammelt haben. Also dieses G, diesen Gegenstandsweite, die bringen wir hier auf diese Seite rüber, und dann sind wir schon mal einen guten Schritt weiter. Dieses Geschmiere hier mache ich aber wieder raus. Und dann malen wir mal dieses Dreieck hier ein. Also ich zeichne einfach mal diese Strecke hier. Das ist die eine Seite des Dreiecks, und die andere Strecke ist eigentlich eine Fortsetzung dieser geraden Linie hier. Und irgendwo, wo die sich schneiden, das ist sozusagen der Bildpunkt zu diesem Punkt hier. Also dieses Dreieck ist einfach das gespiegelte Dreieck, was wir da links haben. Ja, und was haben wir damit erreicht? Wir haben damit erreicht, dass wir diese Gegenstandsweite jetzt hier drüben auf dieser Seite auch sehen können. Und wir haben schon mal zwei Dreiecke, dieses Dreieck hier und dieses, die sich so auf den ersten Blick schon mal ähnlich sehen. Nachdem das eine Dreieck die Strecke G, die Gegenstandsweite, enthält, und das andere Strecke die Bildweite enthält, könnte die Ähnlichkeit dieser beiden Dreiecke vielleicht ganz nützlich sein. Schauen wir uns erstmal an, ob die tatsächlich ähnlich sind. Das geht jetzt nicht besonders schwer. Wir wissen ja, bei den Dreiecksätzen gilt auf jeden Fall, dass wenn wir nachweisen können, dass zwei Winkel in den beiden Dreiecken gleich sind,
dann ist auch der dritte Winkel in den beiden Dreiecken gleich und dann sind sich auch auf jeden Fall beide Dreiecke ähnlich. Wir brauchen also bloß zwei Winkel zu suchen. Und da haben wir schon einen Kandidaten hier ganz klar, der Scheitelwinkel. Scheitelwinkel hier an den kreuzenden Geraden, die sind auf jeden Fall mal gleich. Und das zweite, was gleich ist, sind diese Wechselwinkel. Also der Winkel hier und der Winkel hier, die sind einander gleich. Und der Winkel hier und der Winkel hier sind auch einander gleich, denn beide sind Wechselwinkel. Das heißt, ich habe hier zwei parallele Geraden, die von einer anderen Geraden geschnitten werden, genauso wie in dem Fall. Und dann sind diese versetzt liegenden Winkel immer gleich. Also, das war jetzt nicht besonders schwer. Wir wissen, die beiden Dreiecke sind ähnlich. Und in ähnlichen Dreiecken gilt ja, dass das Verhältnis der einander entsprechenden Seiten immer gleich ist. Uns interessiert natürlich vor allem das Verhältnis hier zwischen der Gegenstandsweite und der Bildweite. Also dieses Verhältnis, das Verhältnis zwischen G und B ist für uns interessant. Und das ist dann gleich. Suchen wir uns mal hier diese Seite raus, die nenne ich mal X, diese Seite, und diese Seite hier nenne ich Y. Und diese Seite liegt ja gegenüber diesem zweigestrichenen Winkel, diese Seite liegt gegenüber diesem zweigestrichenen Winkel. Das heißt, das sind auch zwei einander entsprechende Seiten. Das heißt, G zu B ist gleich X zu Y. Ist ja schon mal was. Unsere Kenntnisse über G und B haben wir ja zumindest um einen kleinen Schritt jetzt hier erweitert. Aber es hilft uns noch jetzt noch nicht allzu viel weiter. Wir müssen doch noch mal etwas mehr herausfinden über x zu y. Und wenn wir uns diese Konstruktion hier anschauen, dann sehen wir, dass die Strecke x Teil eines Dreiecks ist, wo auch die Brennweite vorkommt. Das ist schon mal interessant, denn die Brennweite müssen wir ja hier noch ins Spiel bringen. Also dieses Dreieck hier, das ist schon mal interessant für uns. Und das könnte ähnlich sein zu dem hier. Da sitzt ja die Strecke y drin und da steckt auch ein Stück der Bildweite drin. Also die zwei Dreiecke könnten uns da vielleicht weiterhelfen. Schauen wir mal, ob die zwei ähnlich sind. Da haben wir wieder die Möglichkeit, hier auf den Scheitelwinkel zuzugreifen. Ja, also das ist ja schon mal auf jeden Fall derselbe Winkel an den zwei sich kreuzenden Geraden. Und dann sehen wir auch hier einen rechten Winkel. Hier an dieser Stelle, da ist ein rechter Winkel und hier ist ein rechter Winkel. Also da ist sozusagen die Mittelebene der Linse, ist sozusagen die begrenzende Gerade hier. Und da zu dieser Mittelebene dieser Linse, da gibt es dann diesen rechten Winkel. Oder auch hier, das wäre ja wieder so ein Wechselwinkel. Also dieser Winkel hier, dieser Winkel, das wäre ja wieder so ein Wechselwinkel. Das heißt, diese zwei Dreiecke sind auch wieder ähnlich. Und das heißt nichts anderes, als wenn wir jetzt mal wieder die Strecke x. X ist ja gegenüber dem, x ist ja gegenüber hier diesem rechten Winkel und y ist gegenüber diesem rechten Winkel. Also die zwei entsprechen wieder einander. Da habe ich also auch hier x zu y. Und was ist das? Das versuchen wir jetzt mal mit den Fokus hier einzubauen. Nehmen wir mal dann diese Strecke. Also das ist dann dasselbe wie das Verhältnis f. F liegt ja gegenüber diesem Winkel hier. Und dass die korrespondierende Seite in dem anderen Dreieck ist, auch wieder diese Strecke hier. Die liegt auch gegenüber diesem Winkel. Also hier das korrespondiert wieder zu dem f und das korrespondiert zu dieser Seite. Also ist gleich f zu dieser Strecke. Diese Strecke hier, die möchte ich haben. Und das ist ja nichts anderes als die Bildweite minus f. Also b minus f. Bildweite minus f, das gibt mir diese Seite des Dreiecks. Ja, und damit kann ich eigentlich das xy rausschmeißen. Und dann bleibt mir g zu b. Das Verhältnis von g zu b ist dasselbe wie das Verhältnis von f zu b minus f. Na, das ist doch schon mal eine schöne Formel, die wir hier haben. Also es gibt tatsächlich eine feste Beziehung hier zwischen Gegenstandsweite, Bildweite und der Brennweite.
Zu merken ist diese Form der Formel allerdings nicht besonders leicht, deshalb wollen wir sie mal ein bisschen umformen. Wir einfach mit normaler Arithmetik ein bisschen umstellen das Ganze. Vielleicht kriegen wir das noch in ein einfaches Format. Als ersten Schritt multiplizieren wir das mal aus, also kreuzweise. Also wir nehmen die ganze Gleichung mal b und wir nehmen die ganze Gleichung mal b minus f. Bleibt uns dann g mal b minus g mal f. Ich habe das also gleich ausmultipliziert und das ist gleich b mal f, also diese Seite auch gleich mit ausmultipliziert. Jetzt bringe ich die ganzen Brennweiten mal auf eine Seite, dann bleibt mir g mal b ist gleich b mal f plus g mal f. Und jetzt ziehe ich das f raus, dann stünde noch da g mal b ist gleich f mal b plus g. Okay, werdet ihr sagen, ja und worauf will ich eigentlich hinaus? Ich teile erstmal durch f, dann steht da gb geteilt durch f ist gleich b plus g. Und jetzt sind wir schon fast am Ziel. Jetzt müssen wir nur noch durch gb teilen. Also wir teilen durch g mal b, dann bleibt uns hier übrig 1 durch f. Das ist gleich b geteilt durch g mal b plus g geteilt durch g mal b. Und da sehen wir, wir können die b's hier wegstreichen, wir können die g's hier wegstreichen und es steht die Formel da, 1 durch f ist gleich 1 durch g plus 1 durch b. Na, das ist doch eine schöne Formel. So, auf den ersten Blick hat man das jetzt gar nicht gemerkt, dass das hier äquivalente Aussagen sind. Also, der Kehrwert der Brennweite ist gleich der Kehrwert der Gegenstandsweite plus der Kehrwert der Bildweite. Wir können hier aber noch was aufholen aus dem Bild. Wir können hier noch was rausholen, wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Wir könnten uns nochmal hier die Größe des Gegenstandes anschauen. Nehmen wir das mal groß G und die Größe des Bildes. Die Größe des Gegenstandes, die taucht ja hier auch nochmal auf. Also das ist ja auch G. Das heißt, diese zwei Dreiecke, von denen haben wir ja gerade gezeigt, dass sie ähnlich sind, die haben als eine Seite also auch die Gegenstandsgröße und die Bildgröße. Das heißt, wir können gleich direkt hinschreiben, dass das Verhältnis zwischen dieser Seite, das ist das Gegenüber, das liegt ja gegenüber diesem Winkel hier und die B-Seite liegt gegenüber diesem Winkel, das sind also auch einander entsprechende Seiten. Also das Verhältnis zwischen der Gegenstandsgröße und der Bildgröße, das ist dasselbe wie das Verhältnis zwischen dem x und dem y, und das war dasselbe wie das Verhältnis zwischen der Gegenstandsweite und der Bildweite. Das heißt, die Größen haben dasselbe Verhältnis wie die Abstände des Gegenstandes und des Bildes. Damit können wir ja alle Größen, die für so eine Abbildung relevant sind, können wir alle diese Größen jetzt auch hier rechnerisch gut beherrschen.